Hallo meine lieben Freunde. Die Astrologie ist sehr komplex und ein Persönlichkeitsmodell, das nicht nur die 12 Tierkreiszeichen beschreibt, sondern auch soziale Regeln aufstellt, wie die Sternzeichen mit ihrem Wächter verkehren. Sie beschreibt ihre Regeln im Prozess der Entwicklung der einzelnen Sternzeichen im Einzelnen, wie sie sich entwickeln und wie die Welt sich danach richtet. In zwei Teilen werde ich das näher erklären. Heute beginnen wir mit den ersten 6 Sternzeichen, Widder bis Jungfrau. Welches Sternzeichen der Mensch auch hat, es begleitet ihn eine Art Wächter, den man auch als Türsteher bezeichnen kann. Dieser sorgt dafür, dass der Mensch in der Welt zurechtkommt. Ohne ihn hat er keine Chance. Der Widder zum Beispiel hat nicht unbedingt ein gutes Verhältnis mit seinem Wächter und geht nachlässig mit ihm um. Schon als Kind passieren ihm kleinere Unfälle und er lebt strittig mit seiner Umwelt. Sein Wächter sorgt für die Einsicht, seine Richtung zu ändern. Das schafft er dann auch. Der Stier jedoch arrangiert sich schon sehr früh mit seinem Wächter und passt sich ihm gut an. Dieser ist allerdings manchmal zu streng mit ihm und steht Neuerem im Wege. Doch sie wissen, was nach außen in die Welt kann, aber auch, was nach innen kommen kann. Wächter und Stier haben ein sehr gutes Arrangement getroffen. Zwillinge hingegen reagieren gegenüber den Dingen, die von außen kommen, manchmal sehr ängstlich. Sie fürchten sich vor Spinnen und Fliegen. Andererseits setzen sie ihren Wächter aber auch dazu ein, Menschen in ihrem Umfeld zu erschrecken. Das kommt in ihrer Welt nicht unbedingt gut an. Der Wächter des Krebses ist sehr tolerant und sorgt dafür, dass der Krebs mit seinem Umfeld und deren Gefühlen rücksichtsvoll umgeht. Krebse zeigen, was in ihnen vorgeht, aber ziehen sich auch ganz plötzlich zurück, was für andere Personen völlig unverständlich ist. Da sie leicht beeindruckbar sind, muss ihr Wächter immer auf der Hut sein, damit sich nichts Tragisches entwickelt. Beim Löwen ist festzustellen, dass er ein gewisses gutes Format hat. Dadurch wird er von äußeren Einflüssen von seinem Wächter geschützt. Kritik lässt er gnadenlos an sich abfallen. Doch das macht ihn nach außen hin sympathisch. Bei der Jungfrau ist der Wächter Pate. Das Ergebnis hat zur Folge, dass die Jungfrau durch ihre Zuverlässigkeit und Genauigkeit auch schlimmste Missgeschicke liefern kann. Manchmal lässt sie sich etwas Gemeines einfallen, da auch Widersprüchliches in ihr regiert. Deshalb braucht sie einen starken Paten. Das, meine Lieben, waren für heute die ersten 6 Sternzeichen. Und ich bitte euch, hört euch morgen den zweiten Teil an, von der Waage bis Fisch. Also bis morgen. Ganz herzlich, eure Deria.